Komm, alle anderen Stereotypen hattest du schon. Ich wollte auch einen. Weißt du was? Oder sag, genau. Endlich guter Kaffee. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der DAW-Versteher hier aus den heiligen Hallen des Doria Mastering Studios in Holtwig zu meiner linken, nee, zu deiner linken, zu meiner rechten, die goldenen Ohren von Holtwig, mein lieber Freund Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Sehr schön, dass du wieder den Weg gefunden hast und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und natürlich wieder angereist aus dem fernen Münster. Ja, fern, wieder, wirklich fern. Keine Kosten und Mühen gescheut. Mit Quarkbällchen hier anzureisen heute der mit Kaffee der legendäre, ich will nicht sagen sagenumwogen, ne, aber ja. Auf jeden Fall sehr charmante Jonas Wagner hier zu eurer Rechten. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja, sehr gerne. Nie kopiert, oft erreicht, oder wie war das? genau. Als er damals nach Amerika ging, dann sagte er, wenn ich es da schaffe, komme ich nie wieder. Und hier ist er. Ein typischer Blender eben. Ja, ein mein typischer Lieber, Blender. Erstmal ein herzliches Prost. Ja, sehr, sehr zum Wohle. Endlich guter Kaffee, habe ich gerade schon gesagt. Genau, wir trinken erstmal ein Stückchen. Mm. Und vielleicht für alle Leute, die es nicht sehen können, wir haben hier tatsächlich einen feinen Schluck in der Tasse. Genau. Wir haben uns ganz oft ja schon darüber beschwert, dass wir einfach mal, dass wir von einem Kaffeesponsoring reden müssen. Und tatsächlich hat sich jemand bereit erklärt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt wirklich, wir sind ein echter Influencer-Podcast, denn wir haben Kaffee. aber nicht irgendein Kaffee, immerhin. Und zwar, ich finde das ganz großartig, weil das ist ja quasi, das besser passen kann es ja gar nicht. Wir haben hier in der Tasse den Blender Nummer 1 mit Untertitel Mission is Possible. Und Blender Nummer 1 bin ich, weil sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, das bin ich. Und Mission is Possible ist mein lieber Freund Björn Schlüter, weil du kannst das nämlich wenigstens. Zumindest beim Gin Tonic Mission. Ja, du hast es ja gelernt, ich habe es mir ja nur selbst beigebracht, aber das fand ich jetzt schon sehr, sehr spannend. Hier 50% Arabica und 50% Robusta. Und mein lieber Björn, wir haben sogar eine Rabattaktion dabei. Ne? Das total cool. Der liebe Daniel, liebe Grüße vom Kaffeeloft, die sitzen in Dortmund. Gruß geht die raus. Wir haben auch zwei schöne Cafés, kleine Cafés, eins in Dortmund, eins in Waltrop, falls ihr aus dem Ruhrgebiet kommt und die machen selber Kaffee, stellen selber Kaffee her. Mhm. Wir trinken jetzt den Blender Nummer 1. Das ist hier eine Mischung aus Arabica und Robusta. Und wir haben hier gibt es noch die Schokoliebe. Das ist dann quasi der 100% Arabica und der 100% Robusta. Das ist der Nougat-Wahnsinn. Ja. Man kann sagen, ein ganz, ganz toller Kaffee. Ich kannte den tatsächlich schon vorher. Ich nicht. Und der liebe Daniel hat gesagt, pass auf, ihr redet immer davon, hier, wir brauchen Kaffeesponsor. Hier, bitte sehr. Und wenn ihr auch Bock habt auf richtig geilen Kaffee von der Kaffeeloft, kleines Unternehmen, dann könnt ihr die gerne unterstützen. Und wir unterstützen euch mit einem tollen Rabattcode, der heißt DAW-Versteher. Ja. Und der steht nochmal zur Sicherheit unter dem Video oder in den Shownotes. Könnt ihr es immer finden, wenn ihr also beim Kaffeeloft mal reinschauen wollt, auch mit der Adresse verknüpft, könnt ihr reinschauen und dann vielleicht ein bisschen günstiger kaufen. Wir sitzen ja hier heute am Black Friday. Yes. Ausgestrahlt wird er erst ab Sonntag. Das heißt, wir sind kurz vor Cyber Monday, aber beides innerhalb der Rabattaktion. Also ich dachte, der wäre schon gewesen. Cyber Monday der ist kommt, doch, ne? Der aber kommt. Cyber Week war schon? Oder ist das dann auch nächste Woche? Ach, ich weiß es doch selber nicht. Und dann, wenn ihr es wisst, gerne mal in die Kommentare. Ja, also dieser ganze Cyber-Wahnsinn macht mich wahnsinnig. Und dann habe ich gedacht, ey super, wir machen eine Podcast-Aufzeichnung direkt am Black Friday für die Ausstrahlung, kurz vor Cyber Monday. Ja. Und dann können wir super drüber reden, was wir uns gekauft haben zum Black Friday. Weil ich habe am vergangenen Donnerstag kein Video zum Black Friday gemacht. Alle anderen haben ihre Videos gemacht, sei ihnen auch gegönnt. Ich habe kein Video gemacht. Und weil ich nichts gekauft habe. Weil ich also hättest du so tun können. Nee, ja, ich habe ein Stück für mein Kamera-Equipment gekauft, aber das hat ja nichts mit dem Kram hier zu tun, das ist ja der Teil, der hinter der Kamera stattfindet, aber ich habe tatsächlich, ich hatte gedacht, so, Konto ist prall gefüllt, okay, es gab Weihnachtsgeld, naja gut, gab's nicht, Selbstständige kriegen ja kein Weihnachtsgeld, ne? Ich hatte darauf gehofft, dass der Weselski uns die 2850 Euro Inflationsbonus von der Bahn vielleicht für uns beide auch noch mit raushandeln könnte. Schwierig.
Das ist mal so eben 3 Mille aufs Konto. Ist doch nicht schlecht. Und 10% mehr Verdienst. Ich habe mich zumindest gefreut. Ja. Ich habe gerade meine Einkommensteuererklärung für 2022 machen lassen. Ja. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass da ja die 300 Euro Energiepauschale, die wir ja als Selbstständige nicht erhalten haben, da zumindest dann berücksichtigt sind. Gut, die müssen wir jetzt zurückzahlen, weil die 60 Milliarden müssen ja immer wieder zusammenkommen. Nützt ja alles nichts. Ne? Nein, Spaß. Aber ich hatte tatsächlich gesagt, als ich das gehört habe, was die Kollegen von der Bahn da sicherlich zu Recht fordern. Also kein Ding. Nur aus Sicht des Selbstständigen ist es halt so, wenn ich jetzt meine Preise um 10% anheben würde und noch sagen müsste, ach so, gemittelt über alle Kunden muss ich übrigens nochmal 3.000 Euro extra pro Jahr rauskriegen, irgendwie, da kriege ich echt Schwierigkeiten in der Argumentation. Und dann habe ich mir wieder gedacht, warum eigentlich nicht? Warum soll ich nicht auch die Preise erhöhen? Ich habe jetzt seit ich das mache, die Preise nicht erhöht. Vielleicht sollte ich das doch nochmal irgendwann machen. Naja, mache ich nicht. Um nochmal auf den Black Friday zu sprechen oder zu kommen, ich habe tatsächlich auch nichts Tonstudio-Relevantes gekauft. Ich habe eingekauft, tatsächlich. Kaffee ist ja relevant. Ich habe tatsächlich Kaffee bestellt. Witzigerweise habe ich gestern, gab es auch in einem Shop meines Vertrauens, eine große Rabattaktion für alle Newsletter, für alle, die im Newsletter sind. Da habe ich gestern zugeschlagen und ich habe auch tatsächlich einen neuen Fernseher gekauft. Oh, tatsächlich, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, genau, aber du warst mal so indifferent. Ah, letztes Mal waren wir ja schon so ein bisschen, hattest du deine Idee, ich hatte meine Idee. Letzten Endes muss ich einen großen Shoutout, sagt man heutzutage machen. Ich bin gespannt. Auch an einen YouTube-Kanal, der sich da nennt, ich glaube hifi.de heißen die. Und das ist ein, ich würde sagen, der ist vielleicht ein bisschen älter als ich oder so mein Alter, der da sehr viele Reviews macht, sehr viele Tests macht und sowas. Und der hatte so Live-Beratung haben die angeboten. Das heißt, bei YouTube waren die live und haben quasi in den Kommentaren konntest du Fragen stellen. Und konntest ja auch unterstützen mit so einem Superchat. Da kannst du ja dann Geld spenden. Kann man hier übrigens auch, nur dass ich es mal gesagt habe. Ja. Ne? Also gerne auch mal hier unterstützen, wenn ihr uns die nächste Tasse Kaffee ausgeben wollt. Gerne hier über Superchat oder über Mitglied werden. Genau. Total gerne. Ja. Total gerne. Die Fragen beantworten wir natürlich dann auch primär. Ja. So war es da auch. Ich habe da ein bisschen Geld dann auch gespendet und habe da tatsächlich mal meine Fragen einfach so reingehauen. Und der hat das so super erklärt, dass ich dann letzte Woche Freitag losgefahren bin und mir einen Fernseher gekauft habe. Hoffentlich über seinen Affiliate-Link oder dann physisch? Tatsächlich habe ich ihn online bestellt über seinen Affiliate-Link. Ja, super. Genau. Und es ist, kann ich ja ruhig sagen, es ist ein Samsung-Fernseher geworden, weil die eine ganz tolle Cashback-Aktion hatten. Ah, okay. Die jetzt noch leider ausgelaufen ist. Was musste man denn abgeben? Cashback? Ah ne, du kriegst nur Geld wieder, wenn du was kaufst. Du registrierst das und bekommst dann bis zu 200, 300, 400 Euro pro Fernseher. Ah, das ist nicht Trade-In? Ah, diese ganzen englischen Begriffe. Ne? Cashback heißt, man kriegt Geld wieder, wenn man sich registriert. Und Trade-In heißt, man bringt ein altes Gerät mit, gibt das ab und kriegt dafür ein neues Gerät. Naja, genau. Und ich habe tatsächlich passend mir dazu eine Soundbar gekauft. Hört. Und zwar von einem Hersteller, den ich überhaupt nicht damit auf dem Schirm hatte. Und das ist tatsächlich wieder Tonstudio relevant, weil wir alle kennen ja Sennheiser, aber ich wusste nicht, ich kenne Sennheiser für Mikrofone natürlich in erster Linie. Ne? In allererster Linie für Mikrofone und dann lange für nix. Ja. Bluetooth-Headset kenne ich noch, weil ich da ganz lange eins hatte. Ja, Kopfhörer, das hab ich, Das habe ich tatsächlich, da habe ich mich so geärgert. Ne? Das habe ich, ich habe ja früher das Management von Mike Krüger gemacht. Und Mike ist wiederum befreundet mit einem von Sennheiser aus der oberen Etage. Okay. Und der hatte ihm mal dieses Headset mitgebracht. Und weil Mike das irgendwann nicht mehr brauchte, hat er mir das einfach geschenkt. Und ich habe das super gerne benutzt, dieses Headset von Sennheiser. Und dann irgendwann am Flughafen, machen sie mal die Taschen leer. Ja, Taschen leer gemacht. Dann wieder, dann gehst du den Sicherheitscheck, dann machst du die Taschen wieder voll, setzt dich so ins Flugzeug und irgendwann denke ich so, nee, habe ich das Ding in dieser Sicherheitsdings aus Versehen Kiste, verloren, das Bluetooth-Set. Und ich, das ist schade. Aber tatsächlich habe ich eine Soundbar von Sennheiser. Okay. Die, witzigerweise, da schließt sich der Kreis, Dolby Atmos abspielen kann. Okay, und? Ist schon tatsächlich, da? Vor ein paar Tagen gekommen. Ist sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Also dafür, das ist ja wirklich nur so ein Meter irgendwie was und 12 tief. Das geht dann über Reflexionen von den Wänden Der misst das an der Lautsprecher, die nach oben abfeuern, sozusagen nach vorne und dann das Einmessen, das ist ganz witzig. Ähnlich wie alle, die schon mal eingemessen haben im Studio mit Sonarworks oder tatsächlich mit einem Raumakustiker, da kann ich auch noch was erzählen. Der liebe Markus war nämlich hier am Mittwoch. Ja, ich habe Markus auch noch was zu erzählen. Okay. Auf jeden Fall ist es dann ähnlich. Der macht da so ein paar Sweeps und sowas. Und dann misst er eben auch die Reflexion, damit er dieses
dieses Gefühl von Dolby Atmos dann kreieren kann. Räumlichkeit, aber es kommt nur aus einer Quelle? Und es kommt tatsächlich nur aus einer trotzdem, Quelle. Trotzdem, wenn du auf dem Sofa sitzt, hast du das Gefühl, ja, es kommt bleibt von hinten? Schon ortbar. Okay, ja. Also irgendwie, es ist jetzt nicht oder so... Oder für geübte Ohren ortbar. Ah, wahrscheinlich. Aber ja. Der Effekt, wenn man mal so umschaltet, ich habe gestern Abend noch interessanterweise hier Rolling Stones, das neue Album, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich hatte diesen Song wieder mit Lady Gaga, ich vergesse mal den Titel, vorletzter Song auf dem Album, habe ich laufen lassen und habe dann einfach mal in der Streaming-App halt zwischen Stereo und Dolby Atmos umgeschaltet. Und? Jetzt ist das natürlich kein Dolby Atmos Setup im klassischen Sinne. Und das Soundbar ist eigentlich auch keine zwei Stereo-Boxen, ne? Ja, genau, wobei Sennheiser, da finde ich schon, ich bin ja immer sehr, sehr krankhaft, wenn ich was kaufe. Ja. Dann lese ich ja Tag und Nacht Testberichte und schaue Videos und höre es mir natürlich auch am liebsten physisch dann auch selber an. Habe ich auch getan. Letzte Woche, als ich den Fernseher gekauft habe. Bose, Samsung, Sonos, die ist jetzt auch im Angebot gewesen. Tatsächlich hörte ich davon, dass das sehr ungewöhnlich ist, dass Sonos-Produkte im Angebot sind. Tatsächlich, ja, die bleiben in ihrem High-Price-Bereich. Genau. Ich habe mir alles Mögliche angehört und tatsächlich, wenn es um Film oder so geht, ja gut, das muss man dann mal, kann man ja auch nicht so vergleichen. Jeder Film ist ja dann auch anders gemischt und so. Aber bei Musik fand ich tatsächlich die Bose Soundbar, und zwar die ganz neue, diese Ultra irgendwas heißt die, fand ich nicht gut. Nee. Sollte man ja eigentlich meinen, als Platzhirsch sozusagen. Ja, wobei Bose immer, also wenn du Pros fragst, also jetzt Audio-Pros, die sagen alle, Bose hatte immer das beste Marketing, aber nicht die besten Boxen. Das fing damals schon mit diesen Brillenboxen an, die ja plötzlich überall auftauchten. Also die so aussehen, als wenn vorne diese Brille drauf ist. Diese berühmte erste Profi-Bose-Box, die damals zu kaufen war. Auf Hochständer, so eine Brille. Das war so, und da war halt auch mega Marketing dahinter, einfach diesen Namen so positiv aufgeladen haben, dass die Leute das quasi gekauft haben mit dem gleichbedeutend mit Bose gleich gut. So, ja, ist auch so, wenn du so, sag ich jetzt mal, ganz normal Otto Normalbürger fragst, ne, irgendwie Lautsprecher, so, dann kommt entweder Bose oder Teufel. Ja. Teufel ist vielleicht noch so. Teufel hat auch ein gutes Marketing. Ja. Teufel hat ein sehr gutes Marketing, die sind auch übrigens in diesem Soundbar-Sektor auch drin. Nubert übrigens gleiches Vertriebssystem, also auch Online-Händler. Vermeintlich bessere Boxen, ich habe sie noch nicht gehört, aber in den Tests schneiden sie immer besser als ab Teufel, aber eben nicht so ganz so gutes Marketing, immer so ein bisschen. Ja, aber das ist verrückt, ne? Das ist ja eine ganz eigene Welt. Das Total. Ist ja wirklich komplett, wenn man denkt, man kennt sich ein bisschen mit Audio aus oder auch ein bisschen mehr, das ist wirklich eine Welt, wo du gar nicht, also wo ich zumindest direkt so sage, okay, das erschlägt mich, ich will was ganz Spezielles, ich will keine Wear-Speaker, die kann ich nicht aufstellen. Ich will nur ungern Subwoofer, platztechnisch auch nicht so toll also bei mir. Du meinst kinotauglicher Raumsound, das meinst du? Ich will einfach nur einen besseren Fernsehersound. Ja. Sag mal ganz ehrlich. Hast du den gekriegt? Ja, wer guckt denn schon jeden Tag jetzt, selbst heutzutage, ich gucke nicht, wenn ich sage, irgendwie meine Fernsehzeit 100%, davon ist mit Sicherheit nicht 75% Material in 4K oder in Dolby Atmos, was ich schaue. So, das ist es einfach noch nicht. Wird es auch nicht, kann ich dir sagen, weil ich könnte das, ich habe das im Keller habe ich ja schon mal erzählt, dass ich im Keller mir einen Raum schwarz angemalt habe und da ist ein Kinoleinwand drin. Ja, ich kann und das ja auch. Könnte ich das täglich? Also auch in groß und in geil und hast du nicht gesehen, wenn ich da einmal im Monat drin bin, ist viel, die Kinder nutzen das viel. Ich meinte damit nur, dass die Inhalte, die du dir anschaust, halt noch nicht komplett zu 100% 4K und Dolby Atmos und Schlaf mich tot sind. Ne? Das meine ich einfach nur davon. Das heißt, das, was du dir 2-3 Stunden am Tag vielleicht anguckst auf dem Fernseher, ist ja auch nicht 100% immer auf der allerhöchsten Schiene. Das heißt, mir ging es jetzt wirklich einfach nur darum, da ein bisschen was Schöneres zu haben, ein bisschen mehr Bass zu haben. Aber konnte Musik runter. Auch. Und die Sennheiser, die kann wirklich Musik. Ich habe es jetzt ein paar Mal einfach mal getestet. Was mich nur nervt, ist so ein bisschen die das Handling. Aber da muss ich mich auch noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das hat im Prinzip vieles. Ne? Das hat Tidal Connect. Da haben wir jetzt mal einen Tidal-Probemonat gemacht tatsächlich. Tidal ist unkomprimiertes Tidal war früher so der einzige, der quasi in 44.1 16-Bit gestreamt hat, in CD-Qualität. Zu dem Zeitpunkt gab es, da gab es Amazon Music HD, glaube ich, auch noch nicht so richtig und so. Ja. Und alle anderen hatten das sowieso nicht, unkomprimierte Audio. Mittlerweile können das ja viele Anbieter und die können auch
bis zu 192 kHz, 24-Bit, die können aber eben Dolby Atmos, die können Sony 360, was war da noch alles? Ja, also alles, ja. Alles, was es irgendwie so gibt, ja. In höchster Qualität kann Tidal. Und es gibt eben diese Tidal Connection, die fand ich ganz interessant. Es gibt auch Spotify Connect. Es gibt aber zum Beispiel kein Amazon Music Connect. Was ist das denn, Connect? Connect bedeutet, dass die Box sich selber mit dem Streaming-Dienst verbindet und nicht das Handy verbindet sich mit dem Streaming-Dienst. Achso, das Handy ist also nicht der Mittler zwischen Streaming-Dienst und Box. Handy sondern ist nur die Fernbedienung. Ja, okay, alles klar, verstehe. Genau. Okay, und aber ist Tidal dann jetzt immer noch besser gefühlt irgendwie? Also, ja, die Inhalte sind ja sowieso Zeit? Überall ja, gleich. Sagen, ich habe ja, hab darüber halt Musik gestreamt, aber ja. Der Song in 44.1 16-Bit klang halt genauso wie von Amazon in 44.1 16-Bit. Ist ja klar, nee, mir ja. Geht es dann wirklich mehr um die Konnektivität irgendwie. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass Amazon Music, das aktuell, glaube ich, würde ich behaupten, ja, beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat für einen Streaming-Dienst, weil es eben HD, ja. Also unkomprimiertes ja. Audio hat. Ja. Inhalte, es unterscheidet sich ja, wenn dann sowieso eigentlich eher in der Musik eigentlich nicht, wenn dann höchstens was Podcasts und sowas angeht, da gibt es natürlich Exklusivinhalte bei Spotify. Ja, das machen sie ja alle. So, ne? Also wir sind übrigens nicht exklusiv. No Doch. Way. Exklusiv für alle, die uns mögen. Das ist auch eine Form von Exklusivität. Ja, auf jeden Fall. Naja, nee, genau. Apropos Spotify. Aber warte mal, zu dem Thema. Ich habe bei mir unten im Kino habe ich einen Denon Receiver und ich hatte ja neulich mal angedeutet, dass ich gedacht habe, ich habe ja schon die ganzen Boxen für Dolby Atmos brauche ich ja gar nicht mehr so viel, sondern nur noch 4 Boxen zusätzlich und ich hätte schon Dolby Atmos. Einziges Problem, ich müsste meinen Receiver dafür austauschen, weil der das eben nicht kann. Ne? Und die Denon Receiver, ich habe da auch einen Denon Receiver, die sind eigentlich bekannt für ihr gutes Einmesssystem. Für das Odyssey, so heißt das witzigerweise auch, das Einmesssystem, gibt es auch ein Mikrofon dazu und habe damals auch meine Anlage damit im Kino eingemessen und habe mich dann aber immer gefragt, warum der Bass so wummert in meinem Kino, weil wenn ich ja eine Einmesssituation, also ein Einmessmikrofon habe und ein Korrektursystem, was meinen 3D-Sound hier so berechnet und so weiter, dann habe ich mich gewundert immer, warum mein Bass so wummert. Und jetzt tatsächlich in der Recherche für den neuen Receiver habe ich festgestellt, dass das Odyssey-System zwar den Klang insgesamt der Boxen untereinander ausgleicht, aber eben keine Raummoden bearbeitet. Und das fand ich sehr interessant, dass du ein Raumkorrektursystem hast, was sich aber mit dem Kernproblem von Räumen nicht beschäftigt. Und ja, geht es mir um die Abstimmung der Lautsprecher untereinander. Also genau, wie laut also Lauf, muss, ja, genau, Laufzeit, Lautstärke und vielleicht so und die Größe der unterschiedlichen Boxen. Ne? Und weil ich habe damals nämlich bei mir von Behringer so ein Multiband FB2496 heißt der, da reingebaut zwischen meinen Receiver und den Subwoofer und habe quasi händisch meinen Raum ausgemessen und dann mit diesem Multiband-Equalizer dann quasi die Raummoden rausgezogen, damit das irgendwie halbwegs erträglich war, wenn meine zwei Subwoofer losgelegt haben. Und jetzt habe ich jetzt erst gelesen, dass das deswegen ist, weil das Odyssey-System das nicht kann. Und jetzt pass auf, sitzt du. Man kann aber auch für diesen neuen Receiver kann man das Dirac Live-System kaufen. Und das ist ein Einmesssystem, was auch die Raummoden mitbehebt. Und das auch Dolby Atmos kann. Auch Dolby Atmos und vor allem, du misst den Raum ein, überspielst dann die Daten rüber an den Denon Receiver und der hat dann quasi dieses Dirac Live System. Und ich habe das schon mal gehabt im Studio tatsächlich. Da habe ich mir so einen kleinen Wandler geholt, der auch eine Raumkorrektur drin hatte für den HiFi-Bereich dann leider. Das heißt, er hatte eine hohe Latenz. Aber damit konnte ich mit Dirac auch ausmessen im Studio, bevor ich das Neumann System hatte. Und das war super. Also kostet aber die Lizenz für ein Gerät 330 Euro ohne Mikrofon und alles. Nur und kannst auch nur einmal, also faszinierend, ich werde berichten, wo das rausgekommen ist. Wird auf jeden Fall spannend. Aber Spotify hast du gesagt. Ja, aber wo Spotify? Da gab es ja diese Woche auch mal wieder eine kleine Explosion sozusagen. Im Universum. Ich habe es nur halb mitbekommen. Ja, es ist ja... Ja, immer mal wieder. Wir haben ja auch schon immer mal wieder über Spotify, vor allem eben über Spotify gesprochen, die mit Abstand am wenigsten ja sowieso schon auszahlen pro Stream. Ja, die Abrechnungsmechanismen und so weiter. Genau, wir haben über diese Doku gesprochen, die der Bayerische Rundfunk da produziert hat, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Sehr sehenswert für die, die es noch nicht geguckt haben. Und jetzt kam die nächste Bombe in Anführungsstrichen, nämlich Spotify wird ab 2024 erst an die Künstler auszahlen, wenn sie 1000 oder mehr Streams erreicht haben. Mindestens 1000 Streams. Das heißt, die ersten 999 Streams werden nicht berücksichtigt. Es wird aber natürlich trotzdem Werbung ausgespielt an diesen Stellen wahrscheinlich. Und wer verdient das Geld dann?
Naja, aber Werbung wird ja bei Spotify nur ausgespielt, wenn du keinen Premium-Account hast. Ja gut, aber die wird ja, ist ja wie bei YouTube, ne? Wenn ich bei YouTube kein Premium habe, wird Werbung ausgespielt, so, ne? Gut, ich sag mal, da habe ich noch nicht mal, da habe ich jetzt persönlich noch nicht mal so ein Problem, weil ich ja auch sage, okay, Spotify stellt ja auch die Plattform bereit und wenn du nichts dafür bezahlst, ist das vollkommen legitim. Das ist wie bei YouTube, ne? Aber es gibt ja jemanden, der seinen Content zur Verfügung gestellt hat. Das ist der kleine. Freiwillig. Ja, natürlich freiwillig, weil er gehört werden will. Ja. Ne? So wie ich meinen Content hier bei YouTube ja auch reinstelle. Und ohne uns Creator wäre YouTube nichts, aber 0, gar nichts. Ne? Das heißt, wenn man mal das übersetzen würde, was gerade bei ChatGPT los gewesen ist, da ist ja der Chef, ist ja vom Board gechust worden. Mhm. Sam Altman heißt er, glaube ich. Und der hat sich irgendwie mit den oberen Chefs nicht so ganz verstanden. Also er war der Gründer, aber irgendwann kommt ja Geld rein, Investoren, hast du nicht gesehen? Dann haben die sich miteinander überworfen, dann wurde der gechust. Und dann hat doch tatsächlich die komplette Belegschaft gesagt, wenn der nicht innerhalb von einer Woche wieder hier ist, dann sind wir alle weg. Mit dem Ergebnis, dass Sam wieder da ist und das Board ausgetauscht wird und alle auch freiwillig weiterarbeiten. Ich hatte so gedacht, wenn man dieses Ding von diesen ChatGPT-Mitarbeitern, wenn man das mal mit uns YouTube-Creatern hinkriegen würde, so dass wir alle YouTube-Creator sagen würden, pass auf, Leute. Ja, oder wenn wir einfach mal alle weg. Oder alle Künstler, die gerade in den Top 100 Billboard-Charts sind, sagen, wir boykottieren jetzt Spotify. Wir sind jetzt alle weg, wenn ihr das nicht sofort wieder rückgängig macht. Also das müsste natürlich einer organisieren, aber ich finde so eine, das nenne ich jetzt einfach mal wirklich Basisdemokratie, zu sagen, dass die Leute, die eigentlich die dummen Schafe, die den Konzern hinterherlaufen und immer freiwillig reingeben und so weiter, dass die dann mal irgendwann sagen, so pass auf, bis hierhin und nicht weiter, Leute, ne? Ja, gut, ich meine, das ist jetzt auch wieder ein ganz großes Thema, was man dann irgendwie natürlich auch. Der Revoluxer in mir, der wird wach. Ne, es gibt immer einige Stimmen, die sagen werden, naja, wenn du halt mehr damit verdienen würdest, wäre es dir auch scheißegal. Fair verdienen würde ja reichen. Ja, klar. Ne? Und da ist ja auch wieder der Maßstab dann, ne? Ja. Klar, in welchen Relationen setzt man das? So ist es ja bei Spotify auch, ne? Jetzt sagt man, okay, 999 Streams werden nicht bezahlt, ne? Um das zu verifizieren, gebe ich ja zu, ich hab eben noch mal recherchiert. Ja, ist ja legitim. Genau. Und wie viel sind denn 999 Streams? Ja, genau. Zwei Drittel aller Künstler, die bei Spotify gemeldet sind, schaffen die 1000 Streams nicht. Oder zwei Drittel der Songs. Wie viel sind 1000 Streams in Geld? Was, naja, gut, was das verdient man pro Stream? Ja, das sind so, glaube ich, roundabout so $5 irgendwie. Für 1000 Streams. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass ganz oft zwischen Künstler oder Creator und Spotify hängt ja, du kannst ja nicht bei Spotify Musik hochladen. Viele sagen immer, ja, ich will das bei Spotify hochladen. Kann man nicht? Nee, geht nicht, sondern du brauchst einen sogenannten Distributor. Oder ach so, stimmt. Aggregator. Ja, okay, habe ich. Das heißt, du brauchst im Prinzip wäre das früher der Vertrieb. Ja. Sozusagen, ja, ja, ne? Ja. Rein händisch analog betrachtet wäre das der Vertrieb. Das heißt, du lädst den Song jetzt bei DistroKid, CD Baby, Music Hub, hier, GEMA, Schlag mich tot, lädst es hoch und die sorgen dafür, dass das an alle Streamingdienste dann ausgespielt wird, in den jeweiligen Formaten, die haben wollen, mit den jeweiligen Informationen. Ja, und so weiter. Etc. pp. Und dafür bezahlst du ja als Künstler auch noch den Distributor. Also du bist GEMA-Mitglied, dann hast du Music Hub umsonst und kannst in 44.1.16 deine Songs. Darüber habe ich es übrigens auch erfahren, weil bei Music Hub wurde mitgeteilt, im Newsletter dann alle GEMA-Mitglieder, dass da jetzt die ersten 1000 Streams dann nicht mehr vergütet werden. Genau. Und da habe ich noch gedacht, das ist ja ein interessantes Geschäftsmodell. Erinnert mich so ein bisschen an YouTube. Die haben das eine Zeit lang auch gemacht, dass du unterhalb einer gewissen Schwelle, dass du da nicht monetarisieren konntest. Mhm. Das hatte damals einen ganz handfesten Grund, weil die gesagt haben, es gibt ganz viele von illegalen Nutzern, die Sachen hochladen und mit jedem Stream, der bei YouTube von einem Video gemacht wird, konnten die Geld verdienen. Und deswegen haben die so eine Grenze festgelegt, gesagt, okay, du brauchst, mittlerweile sind das glaube ich 500 Abonnenten und 4000 Stunden Viewtime, bevor du Geld verdienen kannst bei YouTube, um einfach zu sagen, dass viele kleine, es waren auch wirklich terroristische Gruppen, die einfach Kanäle gespammt haben, Videos kopiert haben und mit jedem Stream Geld verdient haben, haben sie gesagt, okay, Kappungsgrenze
5%-Hürde würde man im Bundestag sagen, naja, so nach dem Motto. Ne? Und deswegen habe ich bei Music Hub, da habe ich dann auch gedacht, das ist aber schon interessant. Auf der anderen Seite haben sie aber gesagt, natürlich die mechanische Vervielfältigungsrechte, die Vergütung wird natürlich nicht wegfallen, ja, oder so. Das bleibt natürlich, ist natürlich vollkommen klar. Das wäre ja auch schlimm, wenn das, ja, das dadurch wegfallen würde. Ne? So, ne? Aber nochmal, wie gesagt, also unterm Strich irgendwie $5, die diese 999 Teams dann sozusagen sind. Das heißt aber auch, bei zwei Drittel der Künstler, muss man aber auch fairerweise sagen, dass viele von diesen Distributoren, die dazwischen hängen, ja, auch erst ab einer gewissen Summe überhaupt ausschütten. Ja. Ne, das heißt, es kann auch sein, dass dann Distributor sowieso erst ab $10 ausschüttet, weil das kenne ich auch von Labels. Ja, ja. Das ist da auch eine Praktik, die da viel gemacht wird. Jetzt musst du natürlich mal sehen, sagen wir mal, bleiben wir bei diesem Thema, Künstler XY verdient jetzt $4.73. Ja. Diese Bearbeitung dieser, ja, Buchung, ja, ist natürlich unterm Strich für, egal für welches Unternehmen, und da muss man natürlich auch fair sein, auch für ein Unternehmen, was ich nicht leiden kann, wie Spotify, die Milliarden in irgendwelche Militärgeschichten investieren und sowas. Ist das so? Ja. Okay. Trotzdem muss ich da sagen, das geht natürlich nicht, dass 4 Euro oder $4.73 kosten dem Unternehmen natürlich alleine in der Buchhaltung, in der Buchung wahrscheinlich das Doppelte. Das hieße aber, wenn, mhm, diese $5 dann bei Spotify blieben, wäre das quasi so eine Art Pro-Titel-Gebühr, könnte man das so übersetzen? Dass sie sagen, okay, alles klar, also die ersten $5 gehören uns und ab da schütten wir aus? Oder? Naja, aber die gehören ja nicht Spotify. Das muss man schon sagen. Es, also, ist die nicht gehen so, dann ins System. Es ist nicht so, dass Spotify sich jetzt diese, keine Ahnung, Millionen mal $4 einstecken, sondern das wird auf die anderen Künstler, die mehr als 1000 Streams pro Song haben, ja, wird das dann umgelegt. Ja, aber, ja, wenn ich das mal übersetzen darf, das ist ja auch eine Diskussion, die wir in der GEMA immer haben, dass, mhm, die kleinen Künstler deutlich weniger kriegen als die großen, würde, ja, das bedeuten, dass 2/3 der kleinen Künstler dafür sorgen, dass Herr Grönemeyer noch mehr Geld verdient? Theoretisch schon, ne? Das so, muss man sagen. Also ich glaube, ich habe es eben falsch gesagt, 2/3 der Künstler stimmt ja nicht, wahrscheinlich 2/3 der Songs schaffen es nicht auf die, ist ja auch auf die 1000, aber Streams. Es ist, ja, mal wieder eine Kappungsgrenze, die dafür sorgt, dass die kleinen nichts kriegen, mhm, und dafür sorgen, dass das, was damit verdient werden würde, an die Großen weitergegeben wird. Also schon, jetzt muss man natürlich sagen, die Großen, jetzt reden wir aber ja davon, dass im Prinzip... Ab 1001 Streams, ne? Ja, ja, genau. Ne? Auf der anderen Seite gibt's aber auch, gab's aber auch Positives tatsächlich, ja, dass, okay, Spotify jetzt viel, viel besser eben gegen betrügerische Streams vorgeht. Mhm. Das heißt, die von irgendeiner Stelle von Labels oder Distributoren gesteuert werden. Ja, okay. Diese gekauften Klicks. Müsste ich mir da vorstellen? Achso, ja, gekaufte Klicks, okay. Mhm. Ja, oder irgendwelche Systeme, die halt Klickzahlen vorgaukeln oder sowas. Das ist ja nicht nur, ermöglicht ja nicht nur Leuten, sich goldene Schallplatten an die Wand zu hängen, sondern das ist ja auch ein finanzielles Aber Ding. Hallo. Ist ja klar, ja, ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen Fake-Streams hast, bedeutet das ja auch eine finanzielle Grenze. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, worüber wir vor kurzem auch noch gesprochen haben, der erfolgreichste Spotify-Song war ja irgendwie Regen. Ja, oder irgendwie, genau, so, ne? Ein Geräusch. Richtung. Und da gibt es jetzt auch, da habe ich aber keine näheren Informationen zugelesen, aber da ist es jetzt so, dass die, ich wollte gerade Viewtime sagen, also die, ja, die Hörzeit, ja, Spotify vergütet ja ab 30 Sekunden, ja, okay, muss ein Titel, mhm, laufen, dann ist es ein Stream. Ja, okay. So, und bei diesen Geräuschen, so wie weißes Rauschen, Regen, irgendwas, muss es jetzt einfach eine längere Laufzeit haben, damit es, wie dann ausgeschüttet wird. Wie identifizieren die denn, ob das Rauschen ist oder ob, ich meine, Spotify weiß ja ganz genau, was das für ein Inhalt ist. Ja, aber sie haben es immer noch nicht umgesetzt, durch die Algorithmen, dass pro View Listen Time bezahlt wird und nicht pro Stream. Ne? Das ist ja, also eine 60-minütige Symphonie bringt genauso viel Geld ein wie ein 2-minütiger Song von Bowser. Ein 2-Minuten-Song kann man häufiger am Stück streamen. Ja, ein 2-Minuten-Song kann man in einer Stunde 30 Mal streamen und eine 60-minütige Sinfonie nur einmal. Ohne Taschenrechner, Herr Wagner. Das ist unglaublich. Crazy, ne? Das ist unglaublich. Liegt daran, dass ich mit dem Jungen diese Woche noch für seine Mathe gelernt habe, aber das nur am Rande. Mir fallen gerade deine Schuhe auf. Ja. Für alle Leute, die es nicht sehen können, Björn hat weiße Schuhe an. Ich habe, du hast schwarze Schuhe. Was hat das denn? Ja, frag mich doch mal nach meinen Schuhen. Ja, was ist denn da mit Samba? Samba in Mettmann oder was? Ja, Samba. Also der Adidas Samba, den ich hier anhabe. Ne? Ja. Folgende Geschichte dazu. Ich habe die Adidas Dragon ganz lange gehabt und habe mir immer 2 Paar gekauft, ja, weil ich die dann abwechselnd tragen konnte. Dann gehen die nicht so schnell kaputt. Hast so, aber immer den gleichen Look.
Weil, also habt eine Zeit lang immer abwechselnd getragen, so jeder zweite Tag, sodass sie sich dann nicht in die Quere kommen, sodass beide gleich abbenutzt werden. Halt natürlich genauso lange wie, als wenn ich sie ganz normal getragen hätte, aber ist geschenkt irgendwie so. Und die waren jetzt so langsam kaputt und jetzt wollte ich den Dragon wieder haben, aber der ist schwer, da ist schwer ranzukommen tatsächlich. Also anscheinend ist das so, genau. Dann habe ich gedacht, kauf dir mal einen anderen Sneaker irgendwie. Muss ja auch für 50 Euro gehen, irgendwie haben wir so einen Sneaker gekauft irgendwie. Und der war, ehrlich gesagt, jetzt qualitativ, der sah ganz hübsch am Auge aus. Aber qualitativ ging so. Also bin ich wieder zurück zum großen A und habe gedacht, naja, guck ich nochmal in meine Bestellliste. Das finde ich ja faszinierend, dass du in deine Bestellliste so lange zurückgehen kannst und gucken kannst, was habe ich denn eigentlich noch bestellt? Ne? Was habe ich vor dem Dragon bestellt? Welcher Schuh war das? Vielleicht gibt es den ja wieder. So, geguckt und sehe in meiner Bestellliste 2021, dass ich einen Samba gekauft habe. 2021 habe ich einen Samba gekauft? Nee, kann er, den würde ich ja tragen, irgendwie so. Und dann so sacken lassen, so einen Tag später. Warte mal, da oben bei uns im Wintergarten, da ist doch so eine nicht ausgepackte Amazon-Tüte, die ich da mal irgendwann hingepfeffert habe. Und in meinen Gedanken war dann Laufschuh drin, also ein Jogging-Schuh, den ich aber erst auspacke, wenn ich den brauche, wenn meine alten Schuhe verschlissen sind. Mhm. Deswegen habe ich die nicht ausgepackt. Da hochgegangen, ist da ein brandneuer Samba drin. Den ich mir in meiner Dekadenz gekauft habe und nicht ausgepackt habe. Und habe ich gedacht, ja, wie praktisch irgendwie. Jetzt ist das auch noch ein guter Schuh. Dann brauche ich ja gar keinen Schuh kaufen, weil habe ich ja schon vor 2 Jahren gekauft. Samba sind super. Ich kannte die nur in grün, glaube ich. Ja. Früher hat man den in grün getragen, da war die ganz cool. Irgendwie dieser hier ist schwarz. Aber da war ich selbst von mir entsetzt irgendwie, dass ich Dinge kaufe, die ich einfach habe und nicht benutze, irgendwie, weil sie irgendwo. Von denen du nicht mal weißt, dass sie existieren. Es sind so unfassbar viele Dinge in meinem Haus, aber witzigerweise, immer wenn ich sie brauche, kann ich sie aus dem Regal ziehen und habe sie gerade da, wenn mal irgendwas nicht geht, irgendwie. Neulich wieder ein Raspberry Pi kaputt gegangen, also greife ich ins Regal. Ach, da ist ja noch einer. Das ist ja praktisch, dass ich den damals gekauft habe, irgendwie. Kann ich ja jetzt mein Heimautomationssystem wieder neu bauen. Also, wie Sie hören, dem Herrn Wagner geht's nicht schlecht. Nee, darum geht's nicht. Es geht einfach nur, dass der Herr Wagner immer irgendwelches Zeug kauft, ja, und dann irgendwie wann aus dem Regal rauszieht, wenn das dann braucht. So schlecht kannst du ja mit YouTube auch nicht laufen, weißt du? Ja, ganz genau. Oh Gott, aber der apropos YouTube, spannend wird es ja demnächst tatsächlich, wenn wir jetzt auf den Advent zusteuern. Denn ich bin schon in heißen Vorbereitungen für den Adventskalender, auf den sich alle schon irgendwie freuen. Und du bist ja auch Teil davon, von meinem Adventskalender. Ja, ich bin auch Teil. Ja. Wusste ich noch gar nicht. Björn ist Sponsor, er weiß es nur noch nicht. Ach so, ja, ich habe mich bereit erklärt, den diesjährigen Adventskalender zu sponsern, stimmt? Genau, also ich schreibe seinen Namen vorne drauf. Aber ich bin doch, was verkaufe ich diesmal? Meinen Körper? Oder? Ja, deine Leidenschaft natürlich. Aber wir nehmen ja heute Schlagzeug auf. Und das wird das Spannende vielleicht an der ganzen Geschichte sein. Da können wir noch auf verschiedene andere Themen, weil du gerade Markus Bertram gesagt hast, also lass mal eben beim Schlagzeugspielen bleiben. Wir nehmen nach dieser Aufzeichnung für den Podcast, werden wir nämlich gleich Schlagzeug aufnehmen. Wir werden erst noch eine Mixkritik für den Premium-Bereich machen. Ja, einmal im Monat erscheint ja eine Mixkritik im Premium-Bereich, wo wir beiden uns hier unter optimalen Bedingungen einen Song anhören und unsere Meinung dazu sagen. Also falls du Bock hast, mal daran teilzunehmen, solltest du Premium-Mitglied sein, würde sich schon mal empfehlen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich da eine Premium-Mix-Kritik von uns beiden zu holen. Das lohnt sich, ja. Premium-Bereich verlinke ich auch mal unten, lohnt sich nämlich tatsächlich. Gab es übrigens dieses Jahr auch keinen Rabatt zum Black Friday, weil ich den Eindruck habe, dass der eh schon zu günstig ist für das, was ich da alles reingepackt habe. Also, wenn du mal ein Schnäppchen machen willst, Premium-Bereich kann man ganzjährig ein Schnäppchen machen. So. Ganzjährig. Black Premium-Bereich. Wir werden ja Schlagzeug gleich aufnehmen für einen Song, der auch im Premium-Bereich diesen Monat, die Spuren des Monats gewesen sind, habe ich letztes Mal ja schon gesagt. Der Song zu den Vocals, die wir zur Verfügung gestellt haben, den habe ich jetzt fertig gemacht, aber da müssen echte Drums drauf. Und die nehmen wir gleich nicht nur einfach auf, sondern wir werden ja gleich das Genie des Moses Schneider, werden wir mal ein bisschen nachstellen. Denn Moses Schneider, einer der Aufnahme-Päpste und Mix-Päpste hier in Deutschland, falls ihr ihn nicht kennt, ich habe mal ein Interview dazu gemacht, hier im Recording-Blog auch, einfach mal nach Moses Schneider suchen. Ja. Moses denkt sich immer total abgefahrene kreative Mikrofonierungen aus. Ja, für alle, die Folge gehört haben, jetzt muss ich überlegen, vor, wie nach der BeatCon auf jeden Fall.
Was, die letzte oder die vorletzte? Nee. Ach, BeatCon, nicht, genau, nicht Studioszene. Genau, nicht Studioszene. Da haben wir BeatCon, schon darüber gesprochen, dass der zwei neue Mikrotechniken vorgeführt hat. Und die werden wir jetzt gleich aufnehmen und das wird dann im Rahmen des Adventskalenders, werden wir dann diese Mikrofonierungstechniken zeigen und ich werde dann in dem Zusammenhang wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, auch noch ein Interview mit Moses dazu haben. Wir werden zeigen, wie wir hier die Drums aufgenommen haben, wie wir es mikrofoniert haben und das Ganze wird dann über 3 Videos verteilt im Adventskalender stattfinden und da wird natürlich die Leidenschaft und der Körper von Björn Schlüter vertreten sein. Ich habe mich auch optimal auf den Song vorbereitet. Du hast heute Morgen nochmal gerudert. Ich habe ihn aus Versehen einmal gehört. Verrückt. Ich werde mich gleich nochmal vorbereiten. Das Interessante daran ist, dass ich für diesen Song tatsächlich den Logic-Drummer genommen habe und der funktioniert einwandfrei. Also es ist einfach nur, du ziehst eine Spur, kannst du oben neue Spur sagen, sagst du eine Drummerspur. Mhm. Dann macht er die Drummerspur, lädt da schon mal ein Beispiel-Pattern rein und macht da von sich aus schon Breaks rein und so ein Zeugs und den kannst du sogar sagen, dass er der Musik folgen soll und so weiter. Mhm. Und der Drummer, der hat wirklich, also bis auf 2 Tweaks irgendwie hat der wunderbar funktioniert, musste ich gar nichts mehr machen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt toppen können mit einem echt aufgenommenen Schlagzeug. Ich hoffe doch mal. Ich habe das gehört, was du da programmiert hast. Ja, ja. Also, sensationell. Was heißt programmiert? Ich habe da, ich glaube, glaub ich 13 Sekunden dafür gebraucht, was ich da gemacht habe. Klingt nach 11. Waren es auch. Ich habe gestrunzt. Aber in dem Zusammenhang Adventskalender wird es auch eine weitere, auch 2 Videos geben, die ich mit Markus Bertram zusammen mache. Ach cool. Und zwar werden wir von meinem Kumpel Jojo Brunn, unter anderem Dozent an der Universität in Münster, an der Musikhochschule, aber auch ein begnadeter Live-Musiker und auch Betreiber des Jofel Go Studios, also jetzt nur noch Go Studio. Und Jojo musste umziehen, weil im Hafen in Münster wurde alles abgerissen. So, das Studio war also auch weg und nach längerem Suchen hat er jetzt einen neuen Raum gefunden. Das steht jetzt alles drin. Und das Coole ist, wir werden dann quasi, Markus, Jojo und ich werden da reingehen in diesen Raum und werden dann alles rausräumen, also dann sein ganzes Zeug rausräumen. Dann machen wir eine Basismessung und dann räumen wir alles ein und zeigen, wie wir es aufgestellt haben und was vor allem dabei rausgekommen ist bei dem ganzen Ding. Sodass Jojo quasi am Ende dieses Videos dann auch wieder arbeiten kann an der Stelle. Aber wir mit Markus Bertram auch eine Expertise dabei haben und dann zeigen können, okay, welche Maßnahmen bringen denn eigentlich was beim Raum und wo und wie viel muss man eigentlich reinmachen? Was bringt vielleicht schon eine kleine Maßnahme, wie 2 Bassfallen oder sonst was irgendwie? Bin ich schon sehr drauf gespannt. Wir haben 2 Tage angesetzt für das ganze Ding. Also ich bin wirklich, das wird wirklich spannend. Das kommt dann gegen Ende Dezember. Also im Adventskalender auf jeden Fall aufpassen, dass ihr das nicht verpasst. Lohnt sich sowieso, weil da gibt es meistens auch was zu gewinnen. Ich verrate nur jetzt noch nicht was. Sehr, sehr spannend. Aber auch viel Arbeit. Ja, der Markus war auch hier mal wieder. Ja. Was hat er für dich getan, der Liebe? So viel hat er für mich gar nicht getan am Mittwoch. Er war in der Nähe sozusagen und ist einfach mal auf dem Kelvin vorbeigekommen, hat sich mal den Status quo, der sich ja zum Glück nicht verändert hat hier. Das ist ja zu früh da gewesen, weil es hätte ja den schönen der Blender Nummer 1 trinken können in dem Fall, nicht essen. Ja, aber der Markus ist ja kein Blender, das hätte ja nicht gepasst. Nein, das ist ja ein Draufhaber. Der Markus ist eher der Nougat-Wahnsinn. Vielleicht können wir den Kaffee läuft ja übertreten, dass sie noch einen Die Draufhaber oder einen DAW Deluxe. Oder die goldenen Ohren. Super Blend irgendwie. Der Markus ist einfach nur hier, witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähl's einfach mal. Ja, Der Markus hat auch eine Band. Wir bleibt unter uns, ne? Der Markus hat auch eine Band. Ja, ja. Und ich glaube, sie heißen Peace Hill. Ich weiß nicht ganz genau. Ich hoffe, Peace dass wie das Frieden oder Peace wie Bohnen? Nee, Peace wie Frieden. Peace Hill. Und die haben ein Album aufgenommen in Osnabrück im Studio. Und er hat mir das vorgespielt. Hat er gesagt, ja, können wir mal hier von meiner Band das Album hören? Und das macht er übrigens immer, der Witzboll. Ja, das hat er bei mir auch schon mal gemacht. Ja. Also auf jeden Fall, der Markus. Hauptsache die Luft brennt. Nee, cool. Also auch witzige Sachen, so ein bisschen so. Kann ich gar nicht beschreiben. Check das mal aus, wenn ihr Bock drauf habt. Peace Hill. Ich habe keine Ahnung, ob es von den Jungs schon irgendwas veröffentlicht gibt. Auf jeden Fall war der Markus hier und wir haben so ein bisschen gequatscht. Ja. Wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit bei mir am Setup oder quasi an der Raumkorrektur. Ich habe ja quasi den Con-EQ hier als minimalste Raumkorrektur drin. Ja. Und da werden wir noch eine kleine Sache anpassen, die mir jetzt einfach so über die Jahre... Minimal. Ich habe neulich gelesen, dass der 4096 phasenlineare Equalizer drin hat. Also minimal geht so. Aber red mal weiter. Nee, also die Änderung, die er halt bei mir... Achso, okay, die Änderung, die er macht. Ich glaube, es sind 2 Bänder aktiv. Das ist ein potentes Gerät auf jeden Fall. Ja, 2 oder 3 Bänder sind da aktiv und die sind irgendwie in einem Bereich bis 1,8 dB oder so. Ah, okay. Und da werden wir jetzt auch noch eine Kleinigkeit reinmachen. Einfach, was mir über die Jahre jetzt so aufgefallen
geworden ist. Mhm. Ich bin jetzt auch schon wieder 2,5 Jahre in dem Setup. So. Das ist auch echt krass. Aber doch zufrieden, oder nicht? Mega zufrieden. Ja. Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, die Messungen auch so bestätigt haben, also die alten Messungen, hat sich ja nichts geändert am Raum. Mhm. Und die werden wir noch anpassen. Und eventuell, aber das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik, wird es hier doch nochmal ein ganz, ganz großes Update dann geben. Also eine Soundbar und dann Atmos-Mixe. Nein, tatsächlich habe ich mich von dem Dolby Atmos-Gedanken, ich habe doch jetzt eine Dolby Atmos-Soundbar, darauf kann ich mich gerade sagen, dann kannst du zumindest das Master überprüfen, sagen wir mal so. Da habe ich dann doch aus verschiedenen Gründen, ehrlich gesagt, wieder von Abstand genommen, zumindest als physisches Lautsprecher-Setup. Ja. Das andere muss man mal sehen, wie sich das etabliert. Mhm. Nee, es wird eventuell dann doch nochmal ein bisschen gebaut hier. Mal gucken, ob das dann so ist. Okay. Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr, steht sehr, sehr groß geschrieben noch in den Sternen oder klein geschrieben, je nachdem, wie man das jetzt interpretiert. Ja. Aber eventuell gibt es da doch nochmal eine Veränderung, ein Facelift sozusagen. Da bin ich ja gespannt. Da komme ich wieder mit meiner Kamera vorbei und mache dir schöne Beauty-Shots. Naja, den müssen wir sowieso mal machen. Ich habe bisher nur einen Beauty-Shot vom Onkel Manuel Tech hier. Ja, und ist doch gut. Ja, die kann ich ja nicht die ganze Zeit, kann ich jede Woche bei Instagram fragen mich die Leute schon und sag mal, hast du nur den Manuel Tech, hör mal? Nee, ich habe den nicht nur von links, ich habe auch von rechts. Genau, und von oben und von unten und von der Seite. Apropos, bevor wir das vergessen. Ja. Weiß nicht, warum ich da jetzt von Manuel Tech drauf komme. Ja, weil es ein physisches Plugin ist wahrscheinlich. Ja, Manuel Tech ist ja in, leider ja nicht mehr verfügbar, aber also du meinst ein deutsches Unternehmen. Ja. Custom Audio Germany ist ein deutsches Unternehmen. Ja. Und wir haben ja ein Herz für deutsche Pro Audio Hersteller, Softwareentwickler. Sonst was, Wie Noiseworks zum Beispiel auch, ne, die tolle Sachen machen. Mhm. Weil ich vor allem ein ganz großes Herz für einen weiteren deutschen Plugin-Hersteller habe, präsentiert euch Jonas jetzt unsere Kategorie. Plugin Blue Sun. Genau. Die Plug-Influencer. Heute am Black Friday, tatsächlich ohne einen Black Friday-Deal, ne? Wir haben ganz lange diskutiert, über welches Plugin wir heute sprechen, weil es gibt ja Milliarden Sachen, die wir auch immer wieder benutzen. Gerade am Black Friday gibt es wirklich, gibt es überhaupt irgendein Plugin, was keinen Discount hat oder so? Wir haben, glaube ich, eben 20 Minuten uns gegenüber gesessen und haben uns von Newslettern erzählt, die wir bekommen haben. Ich weiß auch nicht, wie viel ich schon abbestellt habe auf die Nummer, weil es mir einfach nur noch auf die Nüsse gegangen ist irgendwie. Aber es ist halt part of the game, sagt man ja so schön. Ich frage mich nur irgendwie, das ist ja so kontraproduktiv, ne? Weil du haust jetzt so richtig raus und dann 2 Monate lang kauft ja erstmal keiner. Da kannst du dann besser sagen, okay, weißt du was, ich reduziere nicht und verkaufe halt einfach weiter, wie geschenkt. Aber wir haben ja gesagt, eine deutsche Software-Schmiede. Wir haben eine deutsche Software-Schmiede und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Black Friday, ich glaube, es war auch Black Friday. Wir haben eben nochmal nachgeschaut, für 25 Euro bekommt ihr nämlich den Standard-Clip. Er sagt... Ich sag Standard-Clip. Und ich sag Standard-Clip mit dem hanseatischen S. Ja, das klingt so ein bisschen das gute Ideal-Standard-Becken. Da muss ich an die Werner-Filme denken. Tu das nur, dass das hier so vor sich rumoxidiert. Für die Native-Speaker unter euch. Also Standard-Clip. Standard-Clip. Ne? Was ist der Standard-Clip? Ich habe ihn nämlich auch mir gekauft, als du ihn mir damals empfohlen hast. Ja, ich habe dir schon vieles empfohlen. Du musst das auch mal benutzen dann. Gekauft habe ich es auf jeden Fall. So, das ist schon mal gut. Naja, die Idee, ich sag mal kurz die Idee, warum ich es dann gekauft habe. Meine Idee war, ich mag unfassbar gerne richtig knackige Transienten bei der Snare. Aber die stehen einen halben Kilometer über dem Nutzsignal dann meistens. Also wollte ich einfach diese 6 dB oben abschneiden von diesem Transienten. Ohne aber den Punch zu verlieren. Ne? Ohne den Punch zu verlieren, um dann wieder die Möglichkeit zu kriegen, den ganzen Mix insgesamt lauter machen zu können. Und dafür wollte ich das haben und habe das dafür auch benutzt, eine Zeit lang. Und jetzt mittlerweile benutze ich das nicht mehr dafür, weil ich vergessen habe, dass ich, gerade als du es angesprochen hast, ist mir wieder eingefallen, ich habe doch dieses Plugin. Ja. Ja. Also grundsätzlich ist Standard-Clip das, was der Name sagt. Das ist ein Standard-Clipper. Also es ist wirklich, ich meine, Clipping ist jetzt ja auch nichts, wie sagt man das, ist ja nichts, was man jetzt auf 1000 verschiedene Art und Weisen machen kann. Ja. Grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen Hard-Clipping und Soft-Clipping. Mhm. Ja? Hard-Clipping, wie der Name sagt, schneidet das Signal einfach stumpf ab. Ja. So, ja? Zum Beispiel die 0 dB-Grenze bei digital ist ein Hard-Clipping. Ganz genau. Ne? Da sind wir wieder bei Sample-Peak-Level. Ja. Ne? Es geht halt einfach nichts darüber. Ja. Ob es dann verzerrt klingt, hängt von vielen Faktoren ab. Ja. So, ein Hard-Clip sagt, wenn du den jetzt einstellst auf -3 und das Signal wäre jetzt lauter als -3, wurscht, ist nachher -3. -3. So, Soft-Clip dagegen? Soft-Clip dagegen ist quasi, arbeitet mit einer
Abrundung. Ja. Ja. Und es gibt da auch andere Plugin-Hersteller, die das noch ein bisschen besser visualisieren jetzt als Standard-Clip. Was heißt besser? Wenn man weiß, wie es funktioniert, braucht man die Visualisierung ja nicht unbedingt. Nee, du redest ja nur Knöpfchen. Genau, es geht ja darum, wie sieht die Kurve aus, die angewendet wird. So ein bisschen wie Soft Knee oder Knee bei einem Kompressor arbeitet. Ne? Arbeitet der wirklich einfach nur, sobald es die Kante überschreitet, oder arbeitet das mit einer gewissen Hüllkurve, mit einer weichen Kurve. Ja, ja. Und man kann davon sprechen, umso softer ein Softclipper ist, umso weicher ist die Kurve. Ne? Und umso tiefer fängt er schon an, ins Audiosignal einzugreifen. Du hast mir gerade gesagt, du benutzt den bei nahezu jedem Mix, den du hier aufmachst. Genau, es ist eigentlich zu, boah, ich würde mal sagen, mit Sicherheit 80-90% der Zeit ist es das erste Tool in meiner Session. Was machst du damit dann? Was ist die Intention? Flippen. Ja, aber sicherlich nicht den Bass. Na klar, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Grundsätzlich ist es fast immer so, außer der Mischer hat jetzt auch schon mit Clipping oder auch mit einem Limiter oder so gearbeitet. Ne? Nochmal, es ist nicht schlimm, einen Limiter auf seinem Mix zu benutzen. Nee, ich benutze nämlich tatsächlich den Limiter mittlerweile auf meinem Es ist nicht schlimm, einen Limiter auf Mix zu benutzen, den du dann zum Mastering schickst. Also das auch, ist wirklich nicht schlimm. Also auch in der Spur und im Bus, nur um es mal zu sagen, der muss nicht auf dem, also Limiter ist nicht begrenzt auf den Masterbus. Nein, ne? Absolut nicht. Aber ich rede jetzt ganz speziell vom Masterbus. Ne? Ja. Weil ganz oft, natürlich gibt es auch wieder verschiedene Szenarios, gerade wenn du mit Sounds aus der Dose arbeitest, ist es unwahrscheinlicher, dass du so Peaks hast, die jetzt völlig unkontrolliert irgendwo herkommen, weil die Sounds ja schon komprimiert sind, es ist nun mal immer das gleiche Sample. Ja, und in der Regel werden sie auch mit einer sehr ähnlichen Velocity eingespielt, ne? Also, da bist du schon immer relativ, klar, wenn du jetzt natürlich dann Recall, also aufgenommene Vocals oder so hast, da kann natürlich auch wieder, können natürlich wieder Peaks oder kommen oder so. Oder ein echtes Schlagzeug, wie wir es gleich aufnehmen. So, ne, wenn du jetzt aber wirklich in einem akustischen Bereich bist, also ganz klassisch wirklich recordest, verschiedene Elemente und so, da kann es schon mal sein, dass du einfach gewisse Peaks hast, die du unter Umständen gar nicht mal hörst. Ja, ne? Stimmt. Weil es so kurze, es so ist wirklich schnell, teilweise nur ein Sample oder sowas. Ja. Ne? Das ist noch nicht mal eine Millisekunde, wo irgendwas raushaut. Aber natürlich hat das wieder Einfluss auf alles andere, auf jeden Kompressor, auf jedes dynamische Tool, was alles, du danach benutzt. Alles, was auf Energie reagiert. Genau, alles, was pegelabhängig ist. Ja. So. Ich sehe das natürlich, weil ich ja jeden Mix, der kommt, oder auch die Stems in die AX reinpacke und dann mir die Pegel dementsprechend da schon so anpasse, wie ich sie gerne in der Session habe. Und dann sehe ich ja schon, okay, wenn ich jetzt beispielsweise den Mix mir vorbereite in RX auf Maximalpegel minus 6 und ich sehe, dass da 3 Peaks sind in dem Song, bei einer Minute, bei 2 Minuten, bei 3 Minuten, wo jetzt der Peak auf minus 6 ist und die nächsten Peaks im Song sind bei minus 11. Ja. Dann weiß ich, das kann musikalisch eventuell nicht so relevant sein an den Stellen. Ne? Aber das machst du da nicht händisch? Teilweise schon. Ah, okay. Kann auch sein, dass ich dann einfach hergehe. Wenn es 3 sind, wenn es wirklich so kurze Dinger sind, dann, und es da um 1-2 Samples geht, dann nehme ich die tatsächlich in der X händisch einfach raus. Mhm. Ne, ziehe ich die einfach dann 6 dB runter. Ja. Und das, wie gesagt, es ist ein Sample. Wer mir sagen kann, dass er das hört. Eins von 44.000 oder mehr. So. Also, das ist so ein kurzes Ereignis. Und so ist es eben auch in meinem Anwendungsszenario fürs Clipping. Mhm. Es macht halt meiner Meinung nach eigentlich wenig Sinn, jetzt ein Soft-Clipping anzuwenden, was jetzt jeden Bassdrum-Schlag in dem gesamten Song irgendwie 3 dB abkappt oder so. Außer, weil das ist dann wieder der Punkt, Soft-Clipping ist auch wirklich ein soundverändernder Maßnahme. Ne? Also Leute, die sagen, boah, dieser Soft-Clipper, der ist so transparent. Ja, genau. Ja, für manche Leute ist das so. Dieses Wasser ist so, schmeckt so nach Kaffee. Ja, das, klar, gibt es dann auch wieder Unterschiede, je nachdem, wie das Signal halt reagiert. Ja. Ne? Das ist nun mal so. Ne? Ja, ja. Auch bei Hardclipping, je nachdem, wie kurz eben diese Samples sind, die du dann clippst, kann es sein, dass es überhaupt nicht hörbar ist. Ja, ja. Ne? Jeder weiß, dass der schon mal einen Limiter versucht hat oder einen Song versucht hat, so laut zu kriegen wie Vincent Sorg. Der weiß, dass das bis zu einem gewissen Punkt ohne Distortion funktioniert und ab einem gewissen Punkt dann halt nicht mehr. Und das ist auch völlig okay. Ja, das soll jetzt gar nicht negativ rüberkommen. Bitte nicht falsch verstehen.
Und beim Clipping ist es dann eben so, in meinem Anwendungsszenario, dass ich damit einfach meistens so 1,5 dB von irgendwelchen Peaks, die kommen, raushole. Das heißt, ich habe am Ende des Tages das Lautheitspotenzial plus 1 oder 1,5 dB. Und dazu muss man ja sagen, dass das bei dir in der Anwendung natürlich die Mastering-Anwendung ist mit 1,5 dB. Ja. Man kann im Mix natürlich auch vor allem, wenn man das als kreatives Tool benutzt, natürlich da auch deutlich kräftiger eingreifen mit dem Ding. Natürlich, du kannst natürlich eine Snare da mal ordentlich reinschieben. Und zwar richtig reinschieben und die bleibt trotzdem knallig, kriegt einen knalligen Sound und hat aber eben nicht diese Transienten, die dir dann rausschießen, mit denen wo du dich am Ende des fragst, warum kriege ich mit meinem Limiter das Ding nicht lauter? Ja, weil du einfach das ganze Ding schon hinten raus so viele Peaks hat, dass es abgeschossen wird. Ich habe die Frage gestellt bekommen, warum kriege ich meinen Mix nie laut? Ja. Und ich würde immer, wenn ich die Frage gestellt kriege, ist die Antwort zu 66% die gleiche. Und zwar? Bassbereich. Weil die meisten Leute haben einfach ein Problem mit dem Bassbereich und das ist dann resultiert darin, dass sie den Mix nicht laut kriegen, weil was ist am ehesten neigt dazu zu verzerren und eben auch hörbare Distortion zu erzeugen, sind eben tiefe Frequenzen. Ne? Ja, vor allem haben die meiste Energie. Ja, genau. Und ne? Das ist es ja. Wenn ich dann hier einen Mix aufmache und denke, oh ja, ne? Mhm. Ist ja schön, dass die Subwoofer auch mal was zu tun haben. Ja. Also da glaube ich, würde ich behaupten, 2/3 der Zeit liegt es am Bassbereich. Warum? Wenn jemand etwas nochmal. Es geht nicht darum, dass man etwas laut machen muss, ja. Aber wenn man gerne es laut hätte, ja. Und es nicht hinbekommt, liegt es ganz, ganz, ganz oft einfach am Bassbereich. Ich habe neulich einen Mix tatsächlich auch gesehen, wo jemand dran rumgeschraubt hat und da war eine Bassdrum drin. Die machte, also die ging richtig runter. Mhm. Das war so eine Bassdrum wie deine 24er, weißt du? Mhm. Die so richtig und dann auch noch so eine halbe Stunde hinterher schwingt. Irgendwie habe ich gedacht, boah, so viel Energie, die in dem Ding drin ist, die in 99% der Wiedergabesysteme mit Sicherheit gar nicht. Keine Relevanz hat. Mit anderen Worten, man soll ja nicht auf alles irgendwie einen Low-Cut draufsetzen oder einen High-Pass, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber an der Stelle war es alleine schon für die Kontrolle dieser Bassdrum, war es echt, da konnte man so viel rausnehmen, ohne das wirklich im Mix zu beschädigen, wo ich gedacht habe, guck mal, das ist alles gewonnene Energie, die du später woanders brauchen kannst. Gerade, wo du gerade Low-Cut sagst, wer hat mich das denn gefragt? Auch ein liebes Mitglied aus der Premium-Familie hat mich das auch letztens noch gefragt. Da habe ich auch geantwortet, dass ich den zuletzt einen Low-Cut eingesetzt habe, vermutlich vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren im Mastering. Ja. Und tatsächlich würde ich auch jedem empfehlen, erstmal einen Low-Shelf zu versuchen, bevor ich einen Low-Cut probiere. Und jetzt natürlich wieder drauf an, wenn ich jetzt ein Signal habe, wo keine Informationen sind, das heißt nur Gerumpel ist oder was auch immer, also Störzeug. 50 Hertz auf dem Vocalbus. Der haut das weg. Ja. Alles gut, da passiert, jetzt muss ich wieder aufpassen, bevor da passiert nichts, stimmt natürlich nicht. Phase und so, ne? Aber kein Problem, aber bei einem Signal, wo ja was ist, du sagst ja, da war ja so viel Energie untenrum, da würde ich tatsächlich keinen Low-Cut nehmen, da würde ich tatsächlich einen Low-Shelf nehmen. Air-Shelf, okay. Dann mache ich auch ganz oft mit meinem lieben Equalizer mit dem HDE 250A, ganz oft, dass ich wirklich bei 32, 36 Hertz einen Low-Shelf mache. Ja. Was ist der Vorteil dann gegenüber dem Cut? Also das auch wieder aufpassen mit weißer Kittel, Wissenschaftler und so. Ja. Es hat natürlich definitiv was mit der Phase zu tun, weil ein Filter, ein Cut, wie der Name ja schon sagt, Cut-Filter, ist natürlich viel, viel aggressiver, was die Phase angeht, als ein Shell-Filter. Ja. So. Und du kannst es nutzen, jeder kennt ja den Pultec-Trick, so, ne, irgendwie mit der, und ich mach das so ähnlich, machen auch viele meiner Kollegen im Mastering, dass ich wirklich irgendwie so bei, ich sag mal, zwischen 28 und 45 Hertz Low Shelf benutze, wo ich ein dB oder so rausdrehe und dafür dann viel, viel höher in der Oktave 100, oder? 120 Hertz, wie auch immer, 80, okay. 100 Hertz, dann wieder mit einem sehr breiten Bell wieder was reindrehe. Das heißt, ich verschiebe so ein bisschen die Energie von ganz unten. Im Prinzip so ein Tilt, aber begrenzt so auf den Bassbereich. Mache im Prinzip dann
diese leichte Verschiebung, mhm. dass es sich gar nicht so anfühlt, dass weniger untenrum stattfindet oder weniger Energie ist, sondern einfach nur, dass die Energie viel, viel mehr in einem Bereich verschwindet, wo sie in Hörbereich ja. und wo es halt auch nicht so boomy ist. Mhm. Weil viele ja. nehmen das ja nun mal nicht wahr, weil ihre Lautsprecher keine 30, naja. 35 Hertz abspielen können. Und wenn du dann auf einem System bist, wo das möglich ist, ja. dann hast du halt ganz oft eine ultra träge Kick oder so, die dann halt immer so ja. nachatmet. Irgendwie, ja. ne? Weil sie halt einfach die Energie bei 30 Hertz ja. da oder 32 Hertz rauspressen muss. Das ist etwas, was ich ganz, ganz oft benutze. Und das geht natürlich nicht nur mit einem tollen Analog-EQ, sondern das funktioniert auch mit einem Fab-Filter oder mit einem Pro-Q. Im Zweifel auch mit einem ganz normalen Equalizer aus deiner DAW, so. Wie auch immer der heißt, ganz genau. Ja. Ja. Aber da würde ich tatsächlich immer eher ein Low-Shelf benutzen. Übrigens in den Höhen auch genauso. Ne? Mhm. Wir haben alle immer so ein bisschen Angst vor Low-Cut, weil das ja Pre-Ringing und hast nicht gesehen, aber tatsächlich ist das in den Höhen nicht weniger anfällig, okay. ne, was das angeht. Ich höre da ehrlich gesagt nie hin. Also für alle Leute, die sich sagen, irgendwie, das habe ich noch nie gehört, solange es dir nicht auffällt, ist okay. egal. Ne? Also wirklich, Pre-Ringing-Phase, sonst was irgendwie, solange nichts da ist, wo du sagst, da ist irgendwas, was mich stört, ich kann es noch nicht benennen, solange das nicht da ist, mach, was du willst. Ne? Hauptsache. Ja, vor allem, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, es war in Hamburg im Studio, da ging es auch um das Thema. Ja. War ich 5 Tage auf so einem, waren wir da mit mehreren Leuten halt in einem Studio, ging es um Mastering und da saß ja auch dann einer, der auch selber Audiogeräte baut, halt, analoge Geräte. Der sagte auch, naja, die letzten 60, 70 Jahre fanden alle es immer toll, wenn man halt irgendeinen analogen Equalizer, ob das dann Pultec oder Schlamitot war. Ja, ja. Und dieses, es kann ja nicht an diesem 1 dB bei 60 Hertz gelegen haben, sondern es passiert ja natürlich da, wie du schon gesagt hast, oder wie wir gesagt haben, Phase und so, natürlich passiert da was. Aber eigentlich nehmen wir das ja immer eher als, boah, das klingt aber toll. Das ist interaktiv. Das, ne? ist, ja, ja, das ist immer dieses, boah, das klingt analog. Ja, ja, wenn mir das mal einer erklären kann, was das wirklich bedeutet. Ne? Kann ich. Nimmst einfach einen High Shelf und drehst einfach mal die Höhen weg, so oberhalb von 15 Grad. Das nicht Lo-Fi? Ja, Lo-Fi oder analog. Ich glaube, alles oberhalb von 12 K ist nicht mehr analog und klingt digital. Das ist ja nur, weil du da nichts mehr hörst. Hey, das ist doch eine Altersdiskriminierung hier. Wo kommen wir denn da hin? Ehrlich gesagt, hat es mich aber auch nicht gestört. Tatsächlich musste ich neulich mal wieder auf den Analyzer drauf gucken, weil ich wusste, dass da irgendwas ist. Irgendwie, ich habe es noch nicht mehr gehört. Da musste ich echt nochmal nachgucken. Ich hatte es auch. Übrigens, letzte Woche Freitag, also für euch immer noch letzte Woche, genau. Letzte Woche am 17. müsste das ja dann gewesen sein. Ist heute der 24.? Also heute ist der 26. Heute ist Black Friday. So, Black Friday. So, aber Sonntag natürlich für euch. Eine Woche vor heute vor oder Black Friday. Für euch vor 9 Tagen ist erschienen die Christmas Garden, Christmas Garden Album. Genau, das du auch gemastert hast. Was ich komplett gestemmastert habe, bis auf einen Song, den hat der Henning Verlage gemastert. Ja, ehemals unheilig. Den habe ich auch nochmal tatsächlich drin gehabt bei mir. Aber das ganze Album ist erschienen, total cool. Ja. Letztes Mal haben wir ja schon über die Single gesprochen, genau. Christmas Lights. Ja, genau. Und jetzt ist das ganze Album Christmas Garden, ich glaube 16 Tracks sind oder so. Wer da ein bisschen in atmosphärische Weihnachtsstimmung kommen möchte, oder ja doch, es ist schon weihnachtlich, alles mit 4 Glöckchen und so, da gerne mal reinhören. Ich habe letztes Mal schon ganz viele nette Nachrichten gekriegt von ganz vielen Leuten. Das ist auch wirklich schön. Du hast letztes Mal hast du von den Sleighbells gesprochen. Ja. Und ich musste, als ich das geschnitten habe, habe ich gedacht, wie schreibt man eigentlich Slay? S-L-A-Y oder S-L-E-I-G-H? Yes. Ich musste nur daran denken, dass in so einem Horrorfilm dann irgendwann mit jemand mit den Sleigh Bells um die Ecke kommt. viele wissen das nicht, aber eigentlich die Metalband Slayer beruht auch eigentlich auf Sleigh Bells. Also, die haben eigentlich sich zu viert getroffen mit ihren Glöckchen. Und haben zusammen Rudolf the Red-Nosed Reindeer gespielt. Genau. Won't you get my sleigh tonight? Ah, da kommt der Name her, ja, Slayer. Also das wissen halt viele nicht. Ja, ja. Ne? Raining Blood war eigentlich vorher Snowfalling. Genau. Raining Snow. Nee, Sleigh Bells. Genau. Sleigh Bells keep falling on my head. Yeah.
genau. Raining Blood. So, letzte Woche rausgekommen, wo du das gerade sagst mit den Hünen. Und da war nämlich auch irgendein Song, wo ich auch hier gesessen habe. Und auf einmal so nach 2,5 Minuten ganz wohlig, so Streicher, ein bisschen Klavier. Und auf einmal kam da so Windchimes. Yeah. Windchimes kennst du ja auch, ne? Das ist ja, sind da so Metalldinger, die an so einer Holzleiste befestigt sind. Und das macht dann ja so drrrring. Ja, genau. Ne? Und der Komponist ist, glaube ich, ähnlich in einem ähnlichen Alter auch wie du. Das heißt, da fehlt mit Sicherheit, also ist ja ganz natürlich, ne? Ja, kannst du nicht. Da fehlt mal ein paar Kilohertz und ich habe hier gesessen und wurde so von so Windchimes einmal komplett wegrasiert hier. Jetzt muss man auch sagen, dass die Amphions, die ich habe aufgrund ihrer Bauweise mit diesem Tweeter und so, die sind schon, ja, nicht höhenbetont sind sie nicht, aber sie zeigen wirklich sehr viel. Sehr präzise. Ne? Auch so mit Klicks, Mundklicks und Schmatzer, da bin ich ja so übersensibel auch. Ja. Boah, ich habe hier gesessen so und habe tatsächlich, glaube ich, diese, das war zum Glück auch ein einzelner Stem, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn 16 dB leiser gemacht oder 12 oder so. Wobei man dazu sagen muss, also Sleigh Bells, Windchimes, Triangel, Tambourin und so dieses ganze Zeug, das bringt echt Glockenspiel. Glockenspiel komme ich deswegen drauf, weil bei Logic ist standardmäßig. Da war's wieder. Ist standardmäßig ein Glockenspiel auch drin, was sensationell klingt. Es gibt Leute, die benutzen Logic ausschließlich nur für dieses Glockenspiel, weil es so gut klingt. So, ne? Und habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Aber unabhängig davon, das ist eben auch da oben. Das bringt Dinge mit, die ich nicht mehr höre, aber wo man echt vorsichtig sein muss. Ja, vor allem, das ist ja auch, da können wir die Bresche schlagen. Sagt man das noch? Keine Ahnung. Die Parallelen schlagen zu meinem Parallele aufführen, aufziehen. Genau, Aufführungsparallele zum Orchester, ne? Ja. Das auch immer, ich versuche das auch immer den Schlagzeugern zu erklären, egal wie laut oder stark du auf so eine Triangel drauf haust, man wird sie immer hören. Immer. Auch wenn du die so von der Seite mit so einer Nadel irgendwie so bewerfen würdest, man würde sie vermutlich immer raushören. Genauso halt wie ein Tambourin oder wie Windchimes, also alles, was da oben so Klingeling-Geschichten hat. Das kann manchmal richtig cool sein. Ne? Das setzt sich halt also immer durch. Also Tambourin vor allem auch, das hörst du ja immer. Du kannst das gar nicht leise genug ziehen, dass du es nicht hörst. Aber das ist tatsächlich krass. Da habe ich vor kurzem noch auch mit einem Kunden lange drüber gesprochen. Da ging es um, es war so Pop-Punk. Ja. Weil da ging es um Referenz, war glaube ich, waren nicht Ärzte, sondern Farin Urlaub. Racing Team, so hießen die ja, genau. Komplette Damenband, ne? War das, aber hat, ne? Aber ja, genau. Um was für eine. Ja, und da war, jetzt weiß ich nicht mehr, der Song, auf jeden Fall, ja, hier, das Groove da so im letzten Refrain, aber da verändert sich so eigentlich nichts. Und da habe ich so gehört. Ja. Und wenn du Tambourin ganz genau hingehört, dass so ganz hinten irgendwo, das war wirklich identisch der Refrain mit dem davor, aber ganz hinten in weiter Ferne, das war so ein Achtelbeat, also ein bisschen langsamer, aber beziehungsweise Viertelbeat eigentlich, ne? Also wirklich Four on the Floor Bassdrum, ne? Und dann der Schellenkranz auf Rock. Und hinten hörtest du dann den Schellenkranz auf Achtel, ne? Mhm. Also der Rest der Band hat so du, 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 und hinten war ja, das ging einfach Drive bis zum geht nicht mehr, ne? Und das war, also das war aber wirklich so an der Hörschwelle. Aber es ist so geil, wenn solche Sachen da reinkommen, ne? Ich habe einen Song, der heißt Real Sensation. Also Sin wie Sin, die Sünde, ne? Ist ein natürlich mal wieder ein Liebeslied für meine Frau gewesen. Und da habe ich ganz am Schluss, der ist eigentlich auch ziemlich straight drin und habe ich einen alten Beatles-Trick gemacht. Da haben die nämlich ganz am Schluss haben die so ein punktuiertes Zeug gemacht, so ein schaffeliges Zeug mehr reingemacht. Das war so ein Beatles-Song, der eigentlich auch straight durchlief irgendwie. Und irgendwann kam George Harrison dann noch rein und schob plötzlich dieses Schaffelige hinten drauf, was so aus dem Nichts kam und du plötzlich merkst, boah, hier geht jetzt nochmal richtig einer ab. Das habe ich dann in den Song auch reingebaut. Und es war wirklich auch so ein Aha-Erlebnis. Aber da kann schon viel auslösen. Vor allem, wenn man denkt, warum ist es jetzt anders? Es ist doch gleich. Ja. Was ist denn da jetzt anders? Es ist einfach, manchmal nehmen wir Sachen nicht bewusst wahr, aber unterbewusst. Und die Sachen machen mir auch immer extrem viel Spaß, solche Sachen reinzubauen, tatsächlich in Songs und dafür zu sorgen, dass man Dinge verändert, ohne sie wirklich zu verändern. Wir werden jetzt auch dafür sorgen, dass wir Sachen createn, nämlich hier ein bisschen wilde Drums. Ich muss den Song erstmal noch lernen, den wir gleich aufnehmen. In der Zeit kannst du ja uns noch ein leckeres Käffchen unter die Dusche stellen. Du musst gleich auf jeden Fall noch ein Käffchen machen, ne? Genau. Genau, und noch ein Quarkbällchen essen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, schalten Sie, liebe werte
Recording-Blog, DAW-Versteher, Zuhörer und ZuschauerInnen, auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn unser lieber Jonas Folgendes sagt. Leute mit Fenstern kommen einfach mit ihrer Tapete nicht klar. Gruß an Thorsten Sträter. In diesem Sinne. Ciao. Lasst euch gut gehen. Boah, Sträter, wo holst du das immer her? Das gibt's doch gar nicht. Ey. Was der da auch auf der 1Live-Comedy-Nacht, was der da rausgehauen hat, ne? Kam schon auf die Bühne. So, vor 8 Jahren.